Jetzt durchziehen. Jetzt brauchen wir das Power. Jetzt brauchen wir die ganze Power, die der Collab zu bieten hat. Und es sieht okay aus, glaube ich. Muss hier nur rumkommen, dann haben wir es. Weil jetzt sitzt er natürlich an der Ecke auf. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Doffel Truck Simulator Folge 310. Wir waren letztes Mal stehen geblieben. Wir haben jetzt Anhänger mit 4 beladenen Holzplankos. Holzplanken. Die bringen wir jetzt Richtung Wetterstation. Wir gucken mal, wie weit wir kommen in dieser Folge. Am geilsten wäre es natürlich, wir schaffen es sogar zum Ziel. Da müssen wir dann mal gucken. Ist ja eine ganz schöne Strecke. Der Collab kann einiges. Wir werden den Tankanhänger auch mitnehmen. Dafür haben wir ihn ja hier. Müssen wir natürlich jetzt gleich irgendwie einstecken. Wird einfach von rückwärts wieder dran fahren. Ein bisschen manövrieren, aber der wird schon gehen. Auch gleich wieder ein bisschen heller. Ja, der Anhänger ist in der Luft. Cool. Ja. Ja. Jetzt könnte ich hier das gut gebrauchen. Ah ja. Zack. Zack. Genau. Hoho. Ein was für eine Wucht in Bewegung gesetzt wird, das ist ja Wahnsinn. So, auf geht's. 2 Minütchen. Naja. Wir müssen jetzt hoch. Jetzt habe ich wieder ein bisschen längeren Zug hier. Wir müssen ein bisschen ausholen. Das ist nur ein 5er, das ist das Schöne. Hier liegt aber ein bisschen flacher, ne? Müssen wir mal gucken, ob das geht. Kommen auf Low Plus und dann fahren wir da hoch. Mit den Steinen einfach klasse. So, aber selbst so. 18, 19, jetzt geht's auf 20 Liter, okay. Das war's. Also, ne, und dann macht er dir alles. Das. Ich erwähn's so oft, es tut mir leid, Freunde. Ich kann's einfach nicht mehr unterdrücken, weil es einfach so geil ist. Weil es steht da. Spaß. Mann, bin ich heute lustig, ey. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Na gut. So. Biegen wir gleich wieder rein in den Kern der Map. Machen wir noch einmal hier Fullspeed. Ich muss mir mal wieder am Ohr kratzen hier. Und jetzt schaffe ich die Kurve, deswegen wahrscheinlich nicht. Ah, doch, easy. Aha. Naja, der Tankanhänger, der freut sich sehr. Man sieht es ihm förmlich an. Ja? So, jetzt aufpassen. Nicht den Truck hier versenken. Das muss eigentlich alles passen. Ah. Ja gut, der ist egal. Der wird mitgezerrt, ob er will oder nicht.
Bisschen mehr Dampf wäre nicht schlecht. Jawohl. Ah. So, nee, wir fahren hier hinten rum. Haben wir davor auch mal gemacht. Wir fahren einfach den ganzen Weg standardmäßig wieder zurück. Gut aus. Heute läuft das Spiel aber auch super. Ich wollte es extra nicht erwähnen die ganze Zeit, weil es sonst wieder damit anfängt. Aber heute ist wieder ein schöner Tag. Heute läuft das alles wieder butterweich. Gar keine Probleme. Keine Ruckler. Nichts. Das ist einfach schön. Ja, so könnte es gerne bitte jedes Mal sein. Doch echt nicht viel verlangt, oder? Naja, gut. Heutzutage... Es ist wohl leider viel verlangt zu erwarten, dass ein Spiel gut läuft, weil die meisten tun es ja leider nicht. Und selbst GTA 5 nach so vielen Jahren schafft es immer wieder, neue Phänomene hervorzurufen. Jetzt haben wir zum Beispiel das Phänomen, also habe sowohl ich als auch meine ganzen Kumpel. Ja, wahrscheinlich jetzt, ne? Cool. So. Ja, diese, ja, komm, das ist lächerlich. Scheiß Steine hier. Naja. Ja, GTA 5 zumindest seit dem letzten Treiber-Update. Da muss natürlich auch nochmal Nvidia ordentlich ranklotzen, weil das geht einfach nicht. Du spielst es, es schließt sich, keine Fehlermeldung, nichts. Wirklich, nichts. Es ist einfach zu. Das habe ich gehabt, das hat der Tiberius gehabt, mit dem ich GTA aufnehme. Der Dennis hat es gehabt, mit dem ich GTA aufnehme. Wir alle drei haben dieses Problem. Ich habe es auch mit zwei verschiedenen Rechnern. Hatte ich auch das gleiche Problem. Es scheint wirklich am neuen Grafiktreiber zu liegen für die RTX 3060. Dieser Treiber hat ganz schön Mist gebaut. Was wieder darauf hindeutet, dass die Leute trotz der unfassbar schlechten Verfügbarkeit nicht ausreichend Zeit haben, vernünftige Treiber zu entwickeln. Es kann es nicht sein, dass eine alte Karte, ich habe ja noch eine Karte der 20er Generation, eine 2080 Ti habe ich ja, keine schlechte Karte, deswegen sehe ich auch überhaupt keinen Bedarf abzugraden aktuell. Erstens, die Karten sind überteuert, wenn du sie kriegst, musst du auch erstmal hinkriegen. Und zweitens, so viel mehr Dampf habe ich jetzt auch nicht. Ich zocke nicht auf 4K, dementsprechend ist der Unterschied noch kleiner. Ne, klar, könnte ich nochmal 20-30% mehr FPS haben mit einer 3080 oder 3090, aber ich habe überall ausreichend FPS, außer vielleicht in Cyberpunk. Wobei ich auch da größtenteils 50-60 FPS habe und das reicht für das Game. Und das ist ja auch schon deutlich besser geworden seit den letzten Patches. Cyberpunk läuft tatsächlich bei mir aktuell stabil. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist wirklich sehr, sehr geil. Und der neue Patch, der soll ja demnächst noch kommen. Patch 1.2. Mal sehen, ob der das wieder schlimmer macht. Ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, dass die Patches die Spiele meistens nur schlimmer machen, statt besser. Also ja, am liebsten, wenn es läuft, lasst es lieber so, wie es ist. Ist ein guter Tipp, glaube ich. Das bleibt alles so, wie es ja ist. Spaß. So, wie weit sind wir? 9 Minütchen. Wir sind ja schon gut da. Wir sind ja sogar schon hier. So, jetzt weiß ich langsam nicht mehr, wo ich fahren soll. Ich probiere es noch, mich zurechtzufinden. Aber ich glaube, ich brauche dann Hilfe vom Navi. Aber wir probieren es erstmal so. Erstmal ist es ja klar. Genau, hier ist der Hund. Ist natürlich wieder schön verschwunden. Genau, den Tankanhänger habe ich dabei für den Rückweg. Ne, aber auf dem Hinweg wird es reichen. Aber ich tanke mich, glaube ich, voll, bevor ich den Berg hochfahre, falls wir da mehr Sprit brauchen, dass ich nicht umkehren muss, weil wir haben natürlich kein Recover-Fahrzeug jetzt. Das muss man jetzt bedenken. Eigentlich wäre das schön gewesen, einen Caterpillar vielleicht nochmal wieder auszukramen, mitzunehmen. Allerdings
ist das ein bisschen blöd jetzt. Ja. Ich habe mittlerweile Vertrauen in das Fahrzeug und ich glaube, dass es ja wohl in der Lage ist, zumindest wenn ich eine gute Fahrperformance ablege, und damit meine ich, dass wir nicht umfallen oder sonstige Scheiße machen. Oh. Ziehen wir natürlich einen... Ziehen wir natürlich einen... Nicht so gut. Kein Problem. Sicher leicht beheben. Ja, stell dir mal vor, es würde so sein, dass das Ding dann irgendwann explodiert oder so, wenn so ein Tank da umkippt. Ist jetzt nicht so optimal, würde ich sagen, ne? Naja, gut, klar. Bei dieser unfassbaren Wucht, die dieser Truck hier entwickelt. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Doch. Wenn ich hier lang, ne? Ja. So, ich mache es jetzt mal einfach so. Das war hier... Ist nicht verfahren. Da. Oh, wieder ein bisschen enger hier. Nicht gut. Na, ich dachte, der kippt wieder um. Ja, struggelt schon, ne? Na egal, jetzt läuft's, dann geht's weiter. Ja, das wäre schön, dann hätten wir die Aufgabe ja echt flott erledigt, wenn das die Folge noch was werden sollte. Ansonsten, allerspätestens nächste Folge, sind wir damit durch. Vorausgesetzt, wir kommen jetzt gut durch und versenken den Truck nicht im Schlamm. Das ist Voraussetzung. Aber ich glaube, kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da habe ich jetzt Vertrauen in meine Fähigkeiten nach über 300 Folgen und mittlerweile auch sehr viel Fahrerfahrung mit diesem Truck dementsprechend. Haltet mich ruhig für verrückt, aber ich sage, was ich will. Wem es nicht passt. Tschüss. War nett, dass du vorbeigeguckt hast. Kannst du gerne dir einen anderen der vielen, vielen Millionen Kanäle hier auf YouTube aussuchen. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der so eine Videos macht. Ne? Verstehe ich sowieso nicht. Ich hatte es auch schon mal in ein paar anderen Folgen erwähnt. So Hate. Finde ich einfach ein absolut unnötiges Thema. Wenn den Leuten der Content nicht passt, dann ist es doch wohl besser, den Content einfach nicht zu gucken, den Typen nicht zu unterstützen, weil indem man das Video anklickt und selbst wenn man disliked, dann sorgt man dafür, dass das Video vor allem eins tut, nämlich polarisieren. Und das ist ja genau das, was man dann eigentlich nicht will, wenn man den Content nicht feiert. Weil man dann mehr Aufmerksamkeit dem Typen gibt. Und das finde ich, oder der Typ hin, ne? Wollen wir ja mal hier beide Geschlechter mit einbeziehen. Wobei, wenn ich jetzt so anfange, könnte ich noch die 20 anderen Geschlechter nennen, die es mittlerweile ergibt. Also, ja. Grundsätzlich. Sagen wir es einfach grundsätzlich. Dann ist, denke ich, jeder versorgt. Und dann können wir das so machen. Theoretisch auch hier fahren, sieht besser aus. Nur merken. Würden wir uns nämlich diesen Scheiß hier ersparen. Ja, ja, müssen wir uns gucken, dass wir hier fahren. Und das hier ist eine Scheißstelle. Come on. So, langsam wird der Fall auch sichtbar hier. Tipptopp, Zeit sieht auch noch gut aus. Mein Gott.
Jetzt muss ich natürlich leider immer ein bisschen auf die Zeit achten, weil aktuell ist natürlich immer ein bisschen stressig. In der Woche ist natürlich immer auch schwierig aufzunehmen. Ich probiere es trotzdem regelmäßig, damit halt der Uploadplan erstmal gewährleistet ist. So. Natürlich kann ich dann aber nicht beliebig lange zocken. Ich habe dann zum Beispiel ja auch noch, wenn ich sowas mache in der Woche, dann muss ich halt auch darauf achten, dass ich es schaffe, die ganzen Videos auch zu schneiden. Das heißt, nach dieser Aufnahme werde ich diese Folgen jetzt schneiden, weil das Problem ist, ich habe auch heute diese Folge 307 aufgenommen und die kommt für mich morgen schon raus. Das heißt, ich muss die heute noch schneiden, rendern, hochladen und einstellen, damit die morgen, während ich nicht da bin, ich bin ja berufstätig und bin dementsprechend in einer 40-Stunden-Arbeitswoche am Tag verständlicherweise verhindert. Dementsprechend stelle ich die Videos, die am nächsten Tag kommen, immer den Abend vorher ein. Damit ich dann nichts machen muss und die Videos kommen dann automatisiert raus, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr jeden Tag. Mittlerweile ja schon seit vielen, vielen Monaten, dass ich die drei Videos täglich schaffe. Bis auf ein oder zwei Ausnahmen, glaube ich, habe ich das auch immer hingekriegt, drei Videos pro Tag zu bringen. Das ist auch durchaus eine Leistung, auf die ich natürlich auch stolz bin, weil YouTube ja mitnichten, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich war gerade abgelenkt, weil eine Nachricht kam. Genau, richtig. Was wollte ich gerade sagen? Ja. Ich bin raus. Scheiß drauf. Ja, weil ich YouTube mitnichten Vollzeit mache. Das wollte ich sagen. Ja, gut, klar. In meinem Video steckt auch nicht so viel Arbeit. Ich meine, die Leute, die das Vollzeit machen und dann auch nur ein oder zwei Videos pro Tag bringen oder noch weniger, da ist dann natürlich wieder der Unterschied, dass deutlich mehr Arbeit in den Videos steckt und sowas alles, ne? Das ist natürlich auch nochmal was anderes, will ich auch keinen unterschreiben. Das ist eine super Arbeit, was die Leute da zum Teil machen. Und da komme ich aber nicht ran. Das Ding ist, ich liebe es zu zocken. Ich will viele verschiedene Projekte haben und dann habe ich leider keine Zeit, bei der Menge an Videos, die aufwendig irgendwie mit Effekten zu versehen. Bei GTA mache ich das, aber für eine GTA-Folge ist es leider so, dass ich die ausschließlich am Wochenende schneiden kann, weil in der Woche auch keine Zeit dafür ist. Weil ich dann auch schon so ein, zwei Stunden an so einer GTA-Folge entsprechend sitze. Und bei drei Videos pro Tag könnt ihr euch zusammenreiben, dass das ein bisschen schwierig wäre, wenn ich das bei allen Videos so machen würde. Dementsprechend geht das leider nicht für all die, die sich fragen, warum ich denn keine Schnitte setze oder keine Memes einfüge oder warum auch immer. Die Videos müssen schnell fertig sein. Könnte es auch als billige China-Ware bezeichnen, worauf ich natürlich jetzt nicht unbedingt stolz bin, aber naja. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich komme jetzt nicht an den Scheiß ran. Ja gut, okay, dann müssen wir jetzt Rangiermeister König spielen. Könnte schon reichen. Jawohl. Müssen wir nur gucken, dass wir den dann wieder mitnehmen am Ende. Aber ich glaube, der wendet schon von selber. So, jetzt sind wir natürlich hier wieder winkeltechnisch katastrophal dran, ne? Wird jetzt eine Sache für den Anhänger. Hier ist das letzte Stück hier. Wird es nicht denselben Fehler wie mit dem International machen? Okay, ja. Sieht gut aus, glaube ich. Jetzt durchziehen. Jetzt brauchen wir das Power. Jetzt brauchen wir die ganze Power, die der Call-Up zu bieten hat. Und es sieht okay aus, glaube ich. Ich muss hier nur rumkommen, dann haben wir es. Weil jetzt sitzt er natürlich an der Ecke auf. Okay, ja. Sieht doch noch was aus.
aber auch der Kolob. Also mit dem Achter merken wir uns, fahren wir solche Sachen hier vielleicht nicht. Das waren natürlich noch geile Zeiten in der zweiten Phase. Ja, ja, nein. Ja, die Steine sind immer das Problem. Machen wir noch die Folge. Wie ich gesagt habe. Timingmäßig sind wir eigentlich echt gut dabei. Und gerade mal 40 Liter, 50 Liter verbraucht. Also, ganz ehrlich, easy. Ja, wobei, vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil jetzt da nicht an den Klos vorbeikommen, weil die ja statisch sind. Was natürlich ein Problem werden könnte. Wobei, ne. So, durch. Danke, dass du uns... Danke, du hast uns gerettet. Wir fällen hier keine Bäume. Zum Glück gibt es in der Nähe Holzlager. 1070 Erfahrung, 9350 Belohnung. Easy, haben wir doch da gemacht. Damit haben wir Wisconsin tatsächlich schon auf 32%. Es ist nicht schlecht. Ja, hier geht es ganz gut voran bis jetzt. Schön. Kilometerstand 101.000. Ach krass, wir haben hier 101.000 Kilometer laut Spiel schon gemacht. Und insgesamt haben wir knapp 1 Million Kilometer bereits gefahren. Und am weitesten sind wir tatsächlich in Alaska. Nicht schlecht. Ja, Gesamt 45%. Easy. Mit diesem Wort war es das für die Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Und dann schauen wir mal, was als nächstes ansteht. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.